Wie ist die Lage? 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 Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Dock in der Hafen City. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Harbourfront-Chefin Petra Bamberger. Ahoi, Frau Bamberger. Ahoi, hallo Herr Meyer. Liebe Frau Bamberger, es liegen unruhige Zeiten hinter Ihnen, ausgelöst durch die Debatte rund um die Autorin Lisa Eckhardt. Wie ist bei Ihnen die Lage? Naja, und hinter uns liegen im Allgemeinen sehr unruhige Zeiten, würde ich sagen, nämlich ein ganzes Jahr voller hoher Wellengänge und Ungewissheiten und riesigen Herausforderungen. Und jetzt, da wir die Kernzeit hinter uns haben, also das ist sozusagen diese 10 bis 14 Tage, wo jeden Tag ganz viel passiert, und jetzt sind wir in der Nachspielzeit bis 18. Oktober, wo auch Pausen zwischen den Veranstaltungen sind, ist es ein erstaunliches Gefühl, das ja, ist ganz unterschiedlich, erleichtert, glücklich, sehr müde, und trotzdem müssen wir ja jetzt noch volle Kraft weiterfahren. Also ganz gemischt, aber vor allem erstaunt und glücklich, dass wir es geschafft haben, dieses Festival dann doch zum Laufen zu bringen. Beim Fußball sind Nachspielzeiten ja eine gefährliche Sache. Da kann noch eine ganze Menge passieren. Sie sind sich aber sicher, dass Sie die letzten 2 Wochen jetzt auch noch gut rumbringen, oder? Also was unsere Seite angeht, bin ich relativ sicher. Wir arbeiten jetzt stark an den Programmen, die jetzt stattfinden. Wir sind in anderen Locations, jetzt auch in der großen Leishalle. Das ist natürlich neu mit den ganzen Sicherheitsvorkehren, Hygieneregeln. Wie läuft dann sowas an einer neuen Location? Diesbezüglich bin ich sehr sicher, dass es gut läuft, dass es gut vorbereitet und wir sind immer noch da und gut drauf. Man weiß natürlich nicht, wie sich die Infektionszahlen entwickeln und sowas. Das steht nicht in unserer Macht, das stand es aber auch nie. Das heißt, wir wussten ja eigentlich bis zur Eröffnung nicht, finden wir wirklich statt? Ist das wirklich so, dass Veranstaltungen live auf die Bühne kommen? Und diese kleine Ungewissheit schwingt natürlich immer mit, was passiert jetzt, es kommen immer mehr Risikogebiete dazu. Wir haben aber alle Künstler jetzt, so viel ich es im Kopf habe, die aus Deutschland kommen. Das heißt, wir haben nicht mehr mit Tests und sowas zu tun. Da bin ich relativ ruhig. In der letzten Woche wurde ja auch das Filmfest Hamburg eröffnet und Albert Wiederspiel hat in seiner Rede mächtig ausgeteilt. Also eine sehr, sehr tolle Rede, sehr pointiert, wo er der Politik, einem einzelnen Politiker, richtig die Leviten gelesen hat. Und die ist auf sehr viel Beifall gestoßen, kurz und knackig. Ihre Rede war voller Lebenslust und ich möchte sagen, voller Begeisterung. Danach allerdings haben Sie dann richtig auf die Hände geschlagen bekommen, sozusagen, von unserem Kultursenator und dem Eröffnungsautor. Mitleid ist ja eigentlich ein ganz schlimmes Gefühl, aber ich muss sagen, ich hatte echt ein bisschen Mitleid mit Ihnen, nachdem Sie geredet haben und dann die beiden Herren kamen. Wie haben Sie sich denn gefühlt bei der Abrechnung? Das ist ganz schwierig, weil Sie jetzt auch so viel mit reingebracht haben. Ich war nicht bei der Eröffnung des Filmfests. Ich habe Alberts Rede nicht mitbekommen. Was meine Rede anbelangt, kann ich sagen, dass es uns als Festival wichtig war, den Fokus bei der Eröffnung darauf zu legen, um was es geht, nämlich in ganz schwierigen Zeiten Kunst auf die Bühne zu bringen. Vor Publikum, also live. Und dafür haben wir unter sehr schweren Bedingungen und auch finanziell sehr schwierigen Bedingungen sehr gekämpft. Und da im Vorfeld der Fokus vor allem auf einer Autorin lag, war es uns wichtig zu zeigen, dass in 120, sage ich jetzt ungefähr, Künstlerinnen und Künstler, die
darauf brennen, wiederzukommen, die sich tolle Programme ausgedacht haben. Und ich habe meine Rede gar nicht so als launig oder wie Sie gerade sagen, so begeistert empfunden, sondern ich war vor allem ungläubig dazustehen und wirklich Menschen vor mir sitzen zu haben, nach all den Monaten, die ich nur vor einem Bildschirm verbracht habe und am Telefon, dass da wirklich jetzt wahr geworden ist, was wir versucht haben, nämlich, dass wir zusammen da sitzen und Kunst machen. Und dafür habe ich und wir als Team wahnsinnig gekämpft. Wenn dann der Fokus wieder auf diese Causa Eckert, die das Festival ja auch sehr ins Wacken gebracht hat, gelenkt wird, dann ist das ein Moment, der wehtut. Das wäre gelogen, wenn ich sage, sowas geht an einem vorbei. Da ist so viel im Vorfeld auch richtig, aber wahnsinnig viel auch falsch dargestellt worden. Was ist denn falsch dargestellt worden? Aufgebaut. Naja, man muss immer bedenken, dass das eine sehr komplexe Gemengelage war, die sich in Stufen entwickelt hat und wir immer versucht haben, jede Stufe sozusagen ordentlich und richtig auch zu behandeln. Das heißt, der Vorwurf war ja, man hätte Lisa Eckert ausgeladen wegen Antisemitismusvorwürfen, die sie als Kabarettistin erfahren hat. Lisa Eckert wurde letztendlich nicht als Künstlerin für eine Veranstaltung eingeladen zum Festival, sondern ihr Text wurde von einer Jury ausgewählt, ohne darauf zu achten, ist das ein Mann oder eine Frau, welcher Verlag steckt dahinter, sondern nur ihr Text wurde ausgewählt. Daraufhin war sie eine von 8 TeilnehmerInnen der 4 Debütantensalons. Und was dann passiert ist, ist in Stufen passiert und im Nachhinein ist es immer ganz leicht zu sagen, hätte man besser machen können, hätte man schlauer machen können. Das war mir auch ganz wichtig bei der Rede und ich habe es ja auch angesprochen, ohne eben Namen zu nennen. Da waren Herausforderungen, die so noch nie da gewesen waren. Und wir haben versucht, die anzunehmen und so gut wie möglich zu lösen. Unser Aspekt war vor allem ein fairer Wettbewerb. Es ging nicht um eine Veranstaltung, sondern es ging um 8 Autorinnen, die gleich behandelt werden sollten. Und wir wollten einen sicheren Wettbewerb. Das heißt, es war ja große Angst von Seiten des Veranstaltungsortes, die wir auch sehr ernst genommen haben. Und wir durften eine Autorin dort nicht auftreten lassen. Dass wir Fehler gemacht haben oder einen Fehler, würde ich sagen, ist klar. Aber es wurde im Nachhinein sehr aufgebauscht, über Cancel Culture diskutiert. Frau Eckert wurde ja nicht das Wort verboten. Ihr Buch ist erschienen und ist auf der Bestsellerliste. Wir hatten uns vorher erkundigt, das Literaturhaus hat an der Lesung mit ihr festgehalten. Sie konnte in Hamburg auftreten. Also im Nachhinein dann ist da viel anders diskutiert worden und im Nachhinein ist man immer schlauer und deswegen ja, das ist ein Moment, wenn man dann da sitzt und auch unvorbereitet solche Reden anhören muss, die wehtun und vor allem die auch wehtun für diejenigen, die auch angegriffen worden sind. Also, dass der Kultursenator sich da meldet, ich glaube, das ist relativ klar. Allerdings bei der Eröffnungslesung kam mir das vor wie so eine 20-minütige Abrechnung, weil ich glaube, der Text, der vorgelesen wurde, der war ja fast länger als der eigentliche Eröffnungstext. Und was macht man in diesen 20 Minuten eigentlich? Man kann sich ja nicht schnell mal einen Schnaps holen. Nein, man hört zu. Um nochmal vorwegzugehen, natürlich musste der Kultursenator sich zu der Causa äußern. Das ist auch vollkommen in Ordnung und ich finde, er hat das auf eine sehr feine und gute Art und Weise gelöst, weil es gibt Punkte zu besprechen. Sie sprechen ja direkt Herrn Kamani an und, ja, und seine Vorrede zu seinem eigentlichen Programm. Da geht einem ganz viel durch den Kopf. Da geht einem natürlich auch durch den Kopf, ist das wirklich so bis zum Ende überlegt, weil die Veranstaltung dieser einen, also Frau Eckert wurde ja nicht ausgeladen, weil 2 Autorinnen nicht mit ihr auf die Bühne gehen wollten. Diese Sache hatten wir gelöst. Wir haben Lösungen für die beiden gefunden, die auch alle akzeptiert hatten, auch Frau Eckert. Das war alles gelöst. Und dann sitzt man und hört sich das an und
muss danach nochmal auf die Bühne, beziehungsweise nein, musste ich nicht. Also ich musste nicht mehr auf die Bühne, aber man versucht sich dann darauf zu reduzieren und zu sagen, ja, so ist es jetzt. Jeder möchte dann auch noch was sagen. Ich habe sehr viel gelernt. Es gibt sehr viele Leute, die ihre Fahnen immer in den Wind stecken, wo er am besten weht. Dann muss man das aushalten. Sie müssen ja keine Namen nennen, aber aus welchen Bereichen weht denn der Wind auf die Fahnen, die sich immer wieder drehen? Sind das dann Medien? Sind das Künstler? Sind das Sponsoren? Ich fand, dass die Künstler sich ganz toll verhalten haben, um das jetzt auch mal zu sagen. Die haben sich vor allem gefreut, dass dieses Festival stattfinden wird, dass sie auf die Bühne dürfen. Und es war ja sonst niemand, der gesagt hat, was ist denn das für ein Festival, sondern die, die wissen wollten, was da los ist, haben sich bei uns gemeldet und mit uns gesprochen und haben das auch verstanden. Auch die Branche hat das sehr genau verstanden. Also das ist mir auch ganz wichtig, dass die Leute, die sich damit genau auseinandergesetzt haben, auch verstanden haben, das war eine unglaublich komplexe Gemengelage in einem sehr schwierigen Jahr. Und darauf kann man sich dann auch in solchen Momenten berufen und sagen, Mensch, es gibt so viele tolle Künstler, die mit uns zusammen dafür gekämpft haben, trotz dieser Herausforderung Kunst wieder auf die Bühne zu bringen. Und das war auch mein Ansatz, trotz finanzieller Nöte oder auch Sorgen und auch ohne Wochenenden und ohne Urlaub und sonst was immer weiterzumachen, Schritt für Schritt. Und das ist dann am Ende das, was zählt. Es ist ein Festival gelaufen in einem wirklich schwierigen Jahr und wir haben wieder Kultur live auf der Bühne und das macht es dann ein bisschen erträglicher. In der Zwischenzeit ist auch das Reeperbahn-Festival gelaufen, das, wenn man die Medienberichterstattung sich anschaut, vor allen Dingen von der Politik sehr abgefeiert wurde und von den Behörden für den Mut und so weiter. Das haben Sie waren ja im Grunde die Ersten, die ein Festival überhaupt fast weltweit in der Form möglich gemacht haben. Salzburg war davor. Stimmt. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist das ja alles ein bisschen untergegangen. Ärgert Sie das manchmal auch? Also gar nicht mal die viele Kohle, die das Reeperbahn-Festival bekommt. Sie haben ja gerade immer wieder auch von Geldnöten gesprochen. Wie sieht denn da die Situation aus bei Ihnen? Also ist es auch ein bisschen Neid oder ist es, werden Sie jetzt noch mehr kämpfen, dass das alles ins richtige Licht gerückt wird? Neid ist was, was mir fernliegt persönlich. Also da kann ich jetzt nur von mir sprechen. Ich bin überhaupt kein neidischer Mensch. Ich freue mich auch riesig fürs Reeperbahn-Festival und ich freue mich fürs Filmfest, dass die das hinbekommen haben. Und das Reeperbahn-Festival hat ja noch ganz andere Herausforderungen. Wir können ja unser Publikum auch abständig setzen und trotzdem irgendwie eine Stimmung erzeugen. Für das Reeperbahn-Festival waren das ja noch ganz andere Herausforderungen. Deswegen freue ich mich in erster Linie. Aber wenn Sie mich jetzt persönlich fragen, das ist wirklich, da kann ich nicht für die Kollegen sprechen. Es gibt dann schon Momente, wo man sich denkt, Mensch, was habe ich für einen Kampf gekämpft? Wie viel habe ich auch persönlich eingesetzt? Das macht in stillen Momenten schon traurig. Das wäre gelogen, wenn ich sage, nee, sowas prallt vollkommen an einem ab. Das ist ja natürlich so. Man rennt ja nicht wie eine Wahnsinnige und am Schluss sagen alle, aber auf Strecke Punkt 300 hast du einen ganz schönen Fehler gemacht und wir reden nur noch darüber. Das ist klar, das ist ja auch menschlich. Das tut weh. Und natürlich überlegt man sich auch gerade, wie Medien mit solchen Sachen umgehen, wie viel bin ich bereit, persönlich für die Literatur zu tun, die ja sowieso ein Stiefkind in der ganzen, auf dem Fächer der Kulturbranche ist, wie viel bin ich bereit, dafür zu geben? Und mir fehlt ein wenig auch die weibliche Güte in dem Ganzen, muss ich sagen. Was war denn für Sie der schönste Moment bisher so? Gibt es da einen, vielleicht gar keine Lesung, sondern einfach wirklich so einen Moment, wo Sie gesagt haben, es hat sich doch alles gelohnt? Ja, gelohnt hat sich das, da gibt es viele Momente. Also das ist jedes Mal, wenn ich auf die Bühne gegangen bin, um anzumoderieren und da wirklich da sitzen Menschen und die freuen sich. Auch diese Vorfreude des Publikums, diese Mails, die wir bekommen haben, die unbedingt noch ein Ticket haben wollten. Also dafür machen wir das ja, dass Literatur lebendig wird und die Leute Literatur erleben können. Das ist mein Antrieb und
Natürlich ist es toll, wenn Konzepte aufgehen. Wir hatten für Harbourfront Sounds, das war ja die Kooperation, die wir jetzt mit der Elbphilharmonie Hamburg Musik zusammen gemacht haben, die Kombination von Literatur und Musik. Das waren alles neue Programme, also bis auf, ich würde jetzt mal sagen, zwei, um nicht zu lügen, waren das alles Programme, die wir entworfen haben, die wir entwickelt haben mit SchauspielerInnen, mit AutorInnen, mit MusikerInnen. Und wir haben da Leute zusammengebracht. Das waren einfach irre neue Sachen, die Leute haben geflirt, nicht nur an das Publikum, sondern auch auf der Bühne. Und das sind dann Momente, wo ich weiß, dafür mache ich es und dafür ist es auch richtig, ist der Einsatz auch richtig. Also da gab es viele solche Momente. In anderthalb Sätzen, auf welche Veranstaltungen dürfen wir uns noch freuen in der sogenannten Nachspielzeit beim Harbourfront Festival? Ja, Carmen Korn kommt. Das wird die Hamburger sehr freuen. Es kommen Sophie Passmann und Chili Gonzales, um da nochmal sozusagen Musik und Literatur zusammenzubringen. Und am 18.10. ist dann der letzte Tag des Festivals mit Joachim Meyerhoff und Campino. Und ich finde nochmal ein großer, fulminanter Abschluss in der Elbphilharmonie. Auf Joachim Meyerhoff darf ich mich auch freuen. Ich habe Gott sei Dank eine Karte ergattert. Ja, toll. Und ich freue mich, wenn wir uns mal wieder sprechen und wiedersehen, spätestens im nächsten Jahr, wenn es wieder heißt Harbourfront Festival. Liebe Frau Bamberger, ich wünsche Ihnen auch für die Nachspielzeit eine gute und erfolgreiche Zeit, dass alles irgendwie zum guten Abschluss kommt. Herzlichen Dank für Ihr Engagement. Ahoi. Herzlichen Dank. Ahoi. Tschüss, Herr Meyer. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.